Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn du anfängst mit der Fotografie, dann wird dir wahrscheinlich irgendwann mal der Begriff Blende über den Weg laufen und du wirst dich vielleicht fragen, was ist das, warum spricht jeder darüber, warum ist das so wichtig und warum sollte ich es vielleicht sogar manuell steuern? Und in diesem Video erkläre ich dir alles Schritt für Schritt. Fangen wir mal damit an, was die Blende überhaupt ist. Also die Blende befindet sich in deinem Objektiv vorne drin und regelt praktisch die Menge des Lichts, die durch dein Objektiv durchkommt und auf deinen Sensor nachher trifft. Also wenn natürlich viel Licht in deine Kamera reinkommt, dann wird das Bild entsprechend heller und wenn wenig Licht nachher reinkommt, dann wird dein Bild entsprechend dunkler. Und die Blende musst du dir vorstellen wie eine Art Vorhang, den man auf und zu machen kann. Also wenn ich den Vorhang praktisch öffne, dann kommt viel Licht durch, dann wird das Bild entsprechend hell. Mache ich den Vorhang wieder zu, dann kommt wenig Licht durch und dann wird es auch entsprechend dunkel. Aber natürlich ist die Blende kein Vorhang, sondern das ist eine kreisrunde Öffnung vorne im Objektiv. Und diese Öffnung, die kann ich öffnen und kann ich entsprechend schließen. Wie steuere ich jetzt diese Blende? Also das kann ich durch mehrere Arten machen. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, die Kamera alles automatisch machen zu lassen. Es gibt, das kennst du sicherlich auch, den Porträtmodus oder den Landschaftsmodus, ja, den Nachtmodus. Also so ein paar bestimmte voreingestellte Modi, die deine Kamera schon drauf hat. Und dadurch wird die Blende komplett automatisch gesteuert. Da musst du nichts mehr dazu tun. Die Kamera denkt sich praktisch, okay, das und das passt jetzt und das mache ich jetzt einfach. Egal, ob es passt oder nicht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze halbautomatisch steuern zu lassen. Das heißt, du machst einen Teil und die Kamera macht einen Teil. Du selber kannst die ISO und die Belichtungszeit zum Beispiel einstellen und die Kamera macht dann die Blendeneinstellung so, wie sie denkt, dass sie am besten dazu passt. Und als letztes gibt es meinen Lieblingsmodus und den möchte ich dir tatsächlich auch empfehlen, und zwar den manuellen Modus. Ich habe mich sehr, sehr geärgert irgendwann, als ich nach Jahren festgestellt habe, wie toll es ist, manuell zu fotografieren, weil ich ganz ehrlich am Anfang auch immer die Einstellungsmodi verwendet habe, Porträt, Landschaft, ja, aber nachher noch mal eine ganz neue Welt der Fotografie praktisch kennengelernt habe durch den manuellen Modus. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, alles manuell einzustellen, aber man gewöhnt sich ganz, ganz, ganz schnell daran und man lernt auch ganz schnell, was funktioniert und was eben nicht funktioniert. Und die Ergebnisse kann man ja auch direkt gleich überprüfen. Am Ende des Videos zeige ich dir noch eine Übung, wie du schnell lernen kannst, damit umzugehen. So, was genau steuert jetzt diese Blende eigentlich? Sie steuert im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist das Licht, das habe ich gerade schon erklärt, also die Menge des Lichts, die auf deinen Sensor drauf trifft und damit dein Bild entsprechend heller oder dunkler macht. Aber die zweite und auch sehr, sehr wichtige Sache ist die Schärfentiefe. Die wird auch durch die Blende gesteuert. Schärfentiefe hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist der Bereich in deinem Bild, der scharf zu sehen ist. Und dieser Schärfebereich, der kann sehr schmal sein, ja, oder der kann aber auch sehr, sehr weit auseinander liegen, sodass alles scharf zu sehen ist. Das wird durch die Blende geregelt. Und du kannst ja als Faustregel merken, je weiter die Blende geöffnet ist, desto kürzer wird praktisch der Schärfebereich, desto unschärfer wird alles drumherum. Also das heißt, du hast praktisch nur einen kleinen Teil scharf und alles andere ist praktisch unscharf. Wenn die Blende aber geschlossen wird, dann vergrößert sich dadurch der Schärfebereich und das heißt, es wird dann praktisch alles schärfer. Also nochmal in Kurzform, geöffnete Blende, viel Unschärfe, geschlossene Blende, viel Schärfe. Und wie steuert man jetzt diese Blende? Also ich kann es ja an der Sony A7 III sagen, da gibt es ein Blendenrad, das ist ganz vorne an der Kamera zu finden, aber alle anderen Kameras haben natürlich auch so ein Rad. Einfach mal in der Bedienungsanleitung schauen. In deinem Monitor oder auch im Sucher kannst du immer ablesen, wie weit deine Blende geöffnet ist. Das ist der Wert, der mit F zu sehen ist. F steht für Focal Length und das ist Englisch für Brennweite. So, dann hast du also dein F und eine Zahl, also einen Wert dahinter stehen. Ja, was bedeutet jetzt dieser Wert? Das ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich habe mich da am Anfang auch ein bisschen schwer getan, aber eigentlich, man muss es sich nur merken. Je niedriger der Wert ist, der hinter dem F steht, desto offener ist die Blende. Wenn die Zahl größer ist, dann ist die Blende weiter geschlossen. Also als Beispiel, wenn da eine Blendenzahl von F1.4 steht, dann ist die Blende ganz, ganz weit offen und damit kommt sehr viel Licht rein und ich habe auch sehr viel Unschärfe drin. Ist die Zahl sehr hoch, also zum Beispiel ein F22, dann ist die Blende ganz, ganz weit zu, dann kommt ganz wenig Licht rein, aber dafür ist auch wirklich alles komplett scharf. Ich habe es mir irgendwann so ein bisschen mit der Schärfentiefe gemerkt und vielleicht ist das so eine kleine Eselsbrücke. Also wenn die Zahl klein ist, dann ist der Schärfebereich auch klein. Das heißt, alles drumherum ist praktisch unscharf. Ist die Zahl groß, dann ist der Schärfebereich auch groß und dementsprechend ist sehr, sehr viel Schärfe im Bild. Vielleicht hilft ja das. So, wenn ich jetzt meine Blende also weit schließe,
dann kommt natürlich wenig Licht rein und dann muss ich das entsprechend auch ausgleichen. Und das mache ich dann über zwei andere Werte, und zwar einmal die Belichtungszeit und einmal die ISO. Und das zeige ich dir aber in einem anderen Video, wie das dann funktioniert. Ich habe gesagt, ich habe noch eine kleine Übung für dich, weil Übung macht tatsächlich den Meister. Und wenn du das machst, dann lernst du auch ganz schnell mit der Blende umzugehen. Also am besten suchst du dir ein Motiv, das sich nicht bewegt und auch vom Hintergrund absetzt. Ja, zum Beispiel eine Blume auf einer grünen Wiese oder etwas auf einer grauen Straße. Ich bin jetzt hier auf einer grünen Wiese und ich habe ja auch diverse Blümchen. Ich habe leider das Problem, dass es sehr, sehr windig ist, aber ich kriege es trotzdem hin. Du fängst erstmal mit dem niedrigsten Blendenwert an, sodass deine Blende praktisch ganz offen ist. Deine Belichtung, die passt du so an, dass dein Belichtungsmesswert auf 0 steht. So, und dann löst du aus. Danach erhöhst du den Blendenwert, also das heißt, du schließt die Blende ein kleines bisschen und passt die Belichtungszeit wieder an, sodass deine Belichtungsmessung wieder auf 0 steht. Und dann löst du wieder aus. So, und das machst du nun schrittweise, bis du den höchsten Blendenwert erreicht hast. Also deine Blende, soweit es geht, geschlossen hast. Und je nachdem, welches Objektiv du hast, kann das ganz unterschiedlich sein. Das kann F16, das kann F22 sein. Also da musst du einfach gucken, wie weit es einfach bei deinem Objektiv dann geht. Und am Ende vergleichst du alle Fotos und schaust, wie sich der Hintergrund verändert hat. Die Belichtung sollte einigermaßen gleich geblieben sein, weil wir immer auf den Nullwert belichtet haben. Aber dein Hintergrund, der wird mal scharf und mal unscharf sein. Und so lernst du mit der Blende umzugehen und sie dann nachher bewusst einzusetzen. Also gerade für deine Bildgestaltung, wenn du dann halt viel Unschärfe zum Beispiel drin haben möchtest oder auch Schärfe. So, dann hoffe ich, dass mein Video dir ein bisschen was gebracht hat und du ein bisschen mehr verstanden hast, wie die Blende funktioniert, wozu man sie braucht und vor allem, warum es Sinn macht, im manuellen Modus zu fotografieren. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.